Ja, bei uns ist Barış Artık. Barış, heute wichtiger Spiel, wichtiger Auftakt, 2:0 beim SV Waldhof Mannheim. Du hattest einen gewichtigen Anteil daran, Vorlage und Tor. Was bedeutet dir persönlich dann auch so ein Erfolg? Ja, ich freue mich, dass wir die 3 Punkte mit nach Magdeburg nehmen. Das war auch ein verdienter Sieg, würde ich behaupten. Ja, für mich bedeutet das erstens viel, denn ich bin Fußballer, ich will die 3 Punkte immer mitnehmen, ich will immer gewinnen. Ja, es ist auch traurig, dass ich gegen meinen Ex-Club getroffen habe, aber mir sind die 3 Punkte wichtiger. Ja, letztendlich war es ja auch so, dann nach dem super Auftakt wurde es dann im Verlauf der Partie nicht ganz so einfach, weil eben der Waldhof dann weiter gedrückt hat auch. Ja, die Fans haben die Mannschaft nach vorne gepeitscht, aber wir haben gut dagegen gehalten. Natürlich hätten wir das in der einen oder anderen Situation viel besser lösen können. Ich denke, dass wir jetzt das Spiel analysieren werden und auch unsere Fehler dann auch sehen und dann es auch dann verbessern. Ja, Besonderheit heute, das erste Mal zu null in der Vorbereitung hat es nicht einmal geklappt. Wie wichtig ist es wirklich auch so in die Saison zu gehen? Sehr wichtig. Ich meine, die Abwehr hat einen tollen Job gemacht. Wir wollen halt immer zu null spielen. Wir wissen, vorne machen wir unsere Dinger, da sind wir sehr effektiv, haben gute Spieler, hinten auch zu null und das soll einfach so bleiben. Du bist ja nach rund einer Stunde vom Platz, warst du leicht angeschlagen? Ja, ich hatte schon unter der Woche ein bisschen Leistenprobleme und bei der einen Aktion hat es ein bisschen zugemacht bei mir, aber ich denke nicht, dass was Schlimmes ist. Ja, abschließend noch ein Wort zu den Fans, du hast schon angesprochen, natürlich hier wirklich wieder richtig was los, auch von uns, rund 500 dabei. Was ist es einfach vor Fans zu spielen? Ja, wir haben es vermisst, vor den Fans zu spielen und die 3 Punkte ja, können die Fans jetzt genießen und ich wünsche allen Fans, die dabei waren, eine gute Heimreise und die vor dem Fernseher waren, genießt die 3 Punkte. Alles klar, Barış, danke dir vielmals, gute Einfahrt. Dankeschön. Ja, 2:0 hier Auswärtssieg beim SV Waldhof Mannheim, erster Spieltag. Wie fühlt es sich an, am ersten Spieltag 3 Punkte geholt zu haben, Luca? Sehr, sehr gut. Das war unser Ziel. Das war, denke ich, auch, wir haben das auch für uns, für unsere Fans gemacht. Die Fans haben uns super unterstützt und es war ja sehr, sehr geil, heute auch wieder vor Fans zu kicken. Was war es für ein Gefühl? Die Mannheimer sind hier extrem lautstark empfangen worden. Wie hat sich das für euch angefühlt, nach so vielen Monaten endlich wieder vor so einer tollen Kulisse zu spielen? Ob Auswärtsfans oder Heimfans, ist in dem Moment egal. Man blendet es ein Stück weit aus, aber es macht einfach mehr Spaß. Das pusht auch die Auswärtsfans irgendwie. Das ist ein Gefühl, dass man da gepusht wird und von daher war das irrelevant. Wir feiern dein erstes Drittligator gleich am ersten Spieltag, freuen uns sehr. Ich gebe zu, ich habe das Tor gesehen, aber nicht die Vorlage, die von links reinkam. Vielleicht kannst du noch mal erläutern, wie der Spielzug zustande kam und wie du dann abgeschlossen hast und natürlich, worüber du dich sehr gefreut hast. Ja, so genau habe ich es auch nicht mehr im Kopf. Ich weiß, dass Barış den einmal mitgenommen hat, mit dem optimal durchsteckt. Barış ist sowieso bekannt bei uns als kleiner Zauberfuß, also dem muss man eigentlich nur den Laufweg anbieten und dann steckt er dem einen durch und ich nehme den Ball einmal mit und schließt direkt ab und er geht genau ins Eck und ja, das Gefühl ist natürlich unbeschreiblich. Gerade im ersten Spiel wieder vor Zuschauern und das 1:0 zu machen, ist natürlich absolut geil. Und dann noch so früh im Spiel, das hilft natürlich der Mannschaft enorm. In der zweiten Halbzeit gab es viele Angriffe von Mannheim. Wo sagst du, wo siehst du noch Verbesserungsbedarf auch für kommende Woche gegen Freiburg, weil es doch einige Angriffe gab, die sehr gefährlich geworden sind? Wir haben dann gegen Ende ein bisschen zu viele Fehler gemacht, individuell zu viele Passfehler und dann hat man keine Entlastung mehr. Und wenn du dann mal anfängst, hier gegen diese spielstarke Mannschaft hinterher zu laufen, dann wird es schwer. Und das war so der ausschlaggebende Grund. Trotz alledem, finde ich, haben wir das kämpferisch super gemacht und haben das Tor von uns leer gehalten. Und von daher auch das ist ein Punkt, der, finde ich, richtig gut war. Auch wenn es vielleicht mal im Spiel dann immer so läuft, dass wir da kämpferisch nochmal einen draufgelegt haben und eben das Tor leer gehalten haben. Luca, danke für die Einordnung. Erstmal eine gute Rückreise und dann eine gute Vorbereitung auf Freiburg 2 kommende Woche. Danke dir. Dankeschön. Ja, bei uns ist unser Cheftrainer Christian Thies. Christian, heute Auftaktspiel, ganz wichtiger Sieg, 2:0 beim SV Waldhof Mannheim. Wie hast du die Partie erlebt? Als ein Spiel, das uns hinten raus, dass wir es unnötig schwer gemacht haben. Eine Partie, die wir die ersten Minuten nicht gut reinkamen, haben viele Fehlpässe drin gehabt. Dann machen wir das 1:0 und ziemlich zeitnah das 2:0. Dann haben wir das Spiel kontrolliert, hatten auch Möglichkeiten aufs 3:0. Gehen in die Halbzeit rein und dann war klar, dass der Waldhof kommen muss und wir enorme Räume bekommen zu kontern. Aber uns ist dann in der zweiten Halbzeit mit dem Ball wirklich, da waren wir nicht gut auf dem Platz, haben viele Fehlpässe drin gehabt, haben keine Ballbesitzphasen, keine Umschaltaktion mehr hinbekommen. Klar, 2 Möglichkeiten, auch Liam Bell, der ans Aluminium geht. Und da musst du bei so einem Spiel immer aufpassen, weil der Waldhof hat mit einer enormen körperlichen Wucht gespielt und sich viele Standards rausgeholt.
Ja, letztendlich ist es ja so, es wurde in der Vorbereitung immer mal thematisiert, dass wir da eben in keinem Testspiel ohne Gegentreffer geblieben sind. Jetzt, wo es um was geht, wo es um die drei Punkte ging, ist es gelungen. In der einen oder anderen Situation mit etwas Glück vielleicht auch, aber trotzdem am Ende steht die Null. Wie wichtig ist das dann auch einfach zum Auftakt fürs Gefühl? Ich glaube, für die Mannschaft war es enorm wichtig zu sehen, dass wir A zu Null spielen können über das gesamte Spiel und dass wir auch die Standards zum Großteil sehr gut verteidigt haben, nichts zugelassen haben. Jetzt ist es so, in den vergangenen Jahren war es so, dass der Auftakt meist nicht so gelungen war. Wie wichtig ist tatsächlich so ein Auftaktsieg insgesamt auch? Du hast schon gesagt, für die Mannschaft natürlich wichtig, zu Null zu spielen, aber auch insgesamt so mit so einem Dreier in die Saison zu gehen vor dem ersten Heimspiel jetzt gegen Freiburg 2. Also grundsätzlich sind Siege wichtig, weil sie geben Selbstvertrauen und sie bauen eine Mannschaft auf. Und zweite Halbzeit war es dann heute halt mal ein kämpferisches Spiel, was wir bestanden haben. Und es freut mich, dass wir jetzt wirklich mit dem Auswärtssieg gestartet sind. Ja, jetzt letzte Frage da abschließend noch, eben das Heimspiel gegen Freiburg schon angesprochen, natürlich jetzt auch heute schon der erste Vorgeschmack, die Fans sind wieder zurück, was bedeutet das? Das war hier heute schon schön, es ist ein ganz anderes Spiel, man hat es auch gesehen, was Zuschauer einen Einfluss auf den Spielverlauf haben, weil es einfach auch die Menschen auf dem Platz, die Spieler beeindruckt und es ist einfach ein schönes Gefühl, dass die Leute wieder hier sind, ihre Mannschaften unterstützen können und wir freuen uns riesig auf unsere Fans im Heimspiel, mit ihnen gemeinsam dieses Erlebnis zu haben und dann versuchen zu Hause die Punkte zu holen. Vielen Dank, Trainer, und nochmal Glückwunsch zum Dreier. Dankeschön, euch auch. Schönes Wochenende.